Willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun 2 The Lost Age im letzten Part. Viel zu lange mit Briggs beschäftigt. Ah, den Part werde ich jetzt kürzer halten und ja, was auch immer sein wird. Ich werde dies für euch in Verwahrung nehmen. In diesem Zustand kann es euch nichts nützen und hier bei mir ist es in Sicherheit. Aber müssen wir das mit jetzt mit jedem Zack machen, really? Ihr scheint mir nicht zu trauen. Glaubt ihr etwa, ich würde euch übervorteilen? Nö. Ah, das ist ja lieb. Also macht euch keine Sorgen. Wenn ihr mir die anderen beiden Teile bringt, werde ich sie gerne für euch zusammenfügen. Dann mach mal. Achso, wir können jetzt wieder... Ja. Hier, nächster Teil. Ah, du hast also den zweiten Teil gefunden. Wie hervorragend. Ich werde auch diesen in Verwahrung nehmen. Wir wollen doch nicht, dass er abhanden kommt, oder? Dann fehlt nur noch einer. Jo, letzter. Gut gemacht. Ihr habt alle drei Teile des Dreizacks gefunden. Das bedeutet, ich kann endlich mit der Arbeit am legendären Dreizack von Ankol beginnen. Wollen wir die drei Teile dann dem Feuer übergeben? Jo, ich hoffe, das heißt, den Dreizack zu machen. Überlass das nur mir. Versau es nicht! Herz der Erde, Zorn des Schmiedefeuers, gewährt mir eure Kraft! 1, 2 und 3. Macht Feuer, Schmiede, Feuer, Schmiede. Ja, okay, ich weiß, warum der komische Ding mit Feuer hochkam, aber trotzdem. Merkwürdig. Es ist nicht geschehen. Nichts geschehen. Du, bitte versau es nicht. Ach du Scheiße. Was denn jetzt? Ach du Scheiße. Was geht hier vor? Das musst du doch wissen. Das ist deine verdammte Schmiede. Ach du Scheiße. Irgendetwas geschieht. Ist das der legendäre Dreizack? Hi. Warum auch immer der in der Luft schweben kann. Nach all diesen Jahren ist der Dreizack wieder erwacht. Aber warum schwebt er? Aber egal. Der Dreizack wurde repariert. Er gehört jetzt dir, Felix. Nutze ihn weise. Deswegen gibt's hier diese komischen unsichtbaren Dinger. Ich schwebe in der Luft! Erhält Dreizack. Okay, sagst du sonst noch was? Erstmal gucken, was der Dreizack überhaupt bringt. Waffe für einen eigenartigen Zweck. Bringt gar nichts. Anlegen. Moment, ich hab... Dankeschön. Oh, okay, ich check die Waffe nicht. Ach, einfach nur Wasser wie... Okay. Okay. Der Dreizack scheint über gewaltige Macht zu verfügen. Die Legende muss wahr sein. Egal, was dir auf See begegnet, kein Monster kann gegen den Dreizack bestehen. Ja, See, weil Wasserwiderstand, also so in etwa. Naja. So genau stimmt das nun auch wieder nicht. Sagst du jetzt eigentlich noch irgendwas? Ihr seht zwar nicht wie Krieg aus, aber wenn ihr bis hierher gekommen seid, habt ihr euren Mut bewiesen. Ja. Ich war hier schon überall, das heißt, ich kann jetzt einfach rausgehen. Kein Bock mit allen nochmal zu reden. Einfach aus. So, das ist der Dreizack von Ankol. Dann gehen wir mal nach Ankol, würde ich sagen. Ich habe nämlich keinen Plan, wohin sonst, weil ich gerade momentan keinen Bock habe, mich mit dem Lied auseinanderzusetzen, was ich wohl übel im nächsten Part oder übernächsten tun werden muss. Ankol. Daela, Schrein bei mir ist bitte. Bitte von Cordea, bitte von der. Warum gucke ich hier eigentlich nach? Na, Rippe, Bergaufwand, Gibombo, Westküste von Embra. So, Nasiana. Wo ist Ankol, bitte? Isumo. Ich gehe eh zurück nach Yadam. Ankol. Oder waren wir noch nicht in Ankol? Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, wir waren, ja, wir. Was, bitte, was? Da kann ich mich. An Kassala kann ich mich ja gar nicht erinnern. Na gut, gehen wir zur Schmiede. Ah ja. Ich habe nämlich echt keinen Plan, was wir tun sollen. Ich will nämlich wirklich nicht mich mit dem Lied auseinandersetzen, weil
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich kann, weil... Tag zweimal in diesem komischen Strudel sein und dann woanders sein, das ist... Naja. Naja. ja. Ich habe keine Ahnung. Naja. Werden wir schon irgendwie durchstehen. Ich hoffe nur nicht wirklich, dass ich im nächsten Part damit anfangen muss. Was? Ich dachte nicht, dass es so hoch wäre, aber okay. Sollte wohl öfter mal nachgucken. Eieiei. Ihr Gegner, warum kommt ihr überhaupt noch? Wir greifen zuerst an, dann können wir hundertprozentig fliehen. Würde mich nicht wundern, wenn das wirklich so ist, aber ich habe keine Ahnung. So, Yalam? Yalam. Ja, Yalam. Was hast du mir diesmal geschmiedet? Okay. Ja, ich akzeptiere das. Räuberschwert. Okay, dann machen wir noch was. Komisch, dass mir die Frau nicht schmieden kann. Komisch, dass er hier mir was schmieden muss. Ich habe noch zwei Stäbe. Werde ich mal einen benutzen. Okay, was ich jetzt mal überprüfen will, ist... ob ich nicht einfach... hier rausgehen kann, wieder reingehen kann und das dann fertig ist. Das habe ich, glaube ich, noch nicht einmal ausprobiert. Wenn ja, dann ist das nice. Gott, easy. Wow, Fraps. Mach keinen Scheiß. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Finsterstab. Ja. Ach gut, dann können wir jetzt alles schmieden, was wir wollen. Geht klar. So, Finsterstab. Mal gucken, was das für ein Stab wird. Bestimmter Lichtstab. Moment mal, wie viel Gold hat... What? Woher kommt das ganze Geld? Ah, ich weiß noch nicht mal, wie viel ich im ersten Teil hatte, aber woher kommt das ganze Geld, ey? Das ergibt keinen Sinn. Okay. Jo. Drachenkeule. Nice, ich glaube, die werde ich irgendwie benutzen. Es ist eine Drachenkeule. Da fehlt es die Seele, sicher. Okay. Finsterstab, Drachenkeule. Nur das hier. Das viermal. Okay. Einfach nur so rein und raus bringt nichts. Naja, wer hätte es gedacht. Aber ich find's gut, dass das rein raus geht, sodass ich nicht vergesse zu schmieden, sondern einfach alles hintereinander wegmache und nicht vergesse, hier wieder hinzugehen. Das ist nice. Gut. Mal gucken. Reinheitsreif. Okay, das sieht zwar ganz genauso aus wie der Tropfen, aber... Okay. Ja, fast genauso. Nicht, dass wir jetzt gerade vier Reinheitsreife machen. Mein Geld verschwindet. Ja, ich brauche es sowieso nicht. Also, das ist ganz nice. Ich weiß nicht, was ich im ersten Teil gekauft habe. Da gab es aber auch wesentlich mehr Waffen zu kaufen, die arschteuer waren. Aber hey, hier gibt es Schmieden und wir haben mehr als genug Geld. Jo. Band der Reinheit. Ja, 3000 hat es gekostet, nur wenn ich mich recht entsinne, da hatte ich 84.000. Gut. Mal sehen, mit der nächsten Träne, bevor ich die nächste Träne mache, ob ich dann noch irgendwas anderes zum Schmieden habe. Wenn nicht, dann war da die letzte Träne das letzte Item. Okay. Einmal auf die Weltkarte gehen. So simpel, aber nervig. Ja. Hält Reinheitsreif schon wieder? Oder verwechsel ich da gerade was? So. Stirnreif. Ach so, nee, okay. Moment. Stirnreif. Doch, doppelt. Kriegt dann noch ein Armwasser? Armwasser sage ich jetzt schon. Armband. So, habe ich noch was Neues zum Schmieden? Nee, denke nicht. Nö, nö. Und hier auch nö. Okay, dann noch einmal gehen. Geht klar. Und dann gucken wir uns mal, was die ganzen Ausrüstungsgegenstände bringen. Und ob irgendetwas besser ist oder schlechter und ich es trotzdem ausrüsten werde, weil es guten Effekt hat. Wer weiß. Ja. Reinheitsreif, nö. Ich hab nichts mehr. Okay. Gut, ich achte jetzt nochmal auf die Partzeit.
Oh, eigentlich könnte man ihn theoretisch beenden, da der letzte Part fast so lang war. Aber egal. Viel zu schwach. Viel zu schwach. Details. Viel zu schwach. Geben. Was bringt da Reinhards Reif? Hebt Wasserkraft an. Verteidigung und Wasserkraft. Geben. Ihm ja. Jo, er kann es nicht nehmen, obwohl es Wasserkraft steigt. Wow. Na, Verteidigung steigt immerhin. Hebt Wasserkraft. Das ist komisch. Alle andere ist jetzt weggeben. Okay, ich habe jetzt. So, bringt das jetzt überhaupt einen Unterschied? Ja. Okay, Drachenkeule entfesselt Garst des Verfalls. Feuer und Drache passt zusammen. Fensterstab. Eine Attacke mehr, really? Really? Oh mein Gott. Das Elfenrapier Platinreif. Okay, er hat gar nichts gebracht. Warum hat er gar nichts gebracht? Ich habe doch keinen anderen Reif ausgerüstet. Doch. Okay. Die restlichen Sachen verkaufen wir dann im nächsten Part und dann keine Ahnung, wo es hingeht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.